meiner Meinung nach sind eigentlich die größten Unterschiede der Luftrettung zu anderen Zivilluftfahrtunternehmen, dass man in der Luftrettung erstens den Druck hat, den Druck des Wetters, den Druck des Tageslichtes, den Druck des Einsatzprofils. Man weiß vorher nicht, was auf einen zukommt. Dunkle Tageszeiten, schlechtes Wetter, das sind die Herausforderungen, aber denen sind wir mit Sicherheit aufgrund unserer Erfahrung und unseres Status hier gewachsen. Generell die Aufgabe der Notärzte auf dem Rettungshubschrauber oder auch im bodengebundenen Bereich ist, die Patienten entsprechend ihres Verletzungsmusters oder der Erkrankung zu therapieren und behandeln und sicher in die Klinik zu bringen. Tagsüber sind wir am Rettungshubschrauber zu dritt unterwegs. Ein Pilot, ein HEMS-TC, das ist der Notfallsanitäter mit einer Zusatzausbildung für die Luftrettung und ein Notarzt. Jeder hat gewisse Aufgaben und es funktioniert nur, wenn wir zusammenarbeiten und als Team agieren. Die Einsätze bei uns sind total unterschiedlich und man kann es nicht vorhersehen. Wir haben Einsätze, die zeitkritisch sind, wo es darauf ankommt, dass wir schnell am Einsatzort sind oder den Patienten auch schnell in das nächste für ihn geeignete Zentrum transportieren. Und da sind wir in der Luft einfach schneller als der bodengebundene Rettungsdienst. Die Luftrettung ist extrem anspruchsvoll an Mensch und Maschine. Es ist nicht jeder Hubschrauber zugelassen. Der Hubschrauber hinter uns, ein Airbus H145, der ist dafür zertifiziert. Das Wichtigste ist, in Europa unter der Regelung der EASA müssen alle Rettungshubschrauber mit 2 Turbinen ausgestattet sein. Das Hydraulikaggregat und die Servosteuerung der Firma Liebherr, auch das sind Komponente, die in diesem Hubschrauber redundant und somit zweifach verbaut sind und sind absolut in ihrer Qualität einzigartig und auch hervorzuheben. Beim Hubschrauber ist es aber tatsächlich so, dass es einige Teile gibt, die einzigartig sind. Das heißt, ein Ausfall von einem so einen Teil wäre wirklich dramatisch. Das heißt, für diese Teile muss man wirklich noch mal ganz besonders genau hinschauen, damit da auch ja nichts passiert. Und da haben wir eben umfangreiche Analysen, die wir fahren bei einer Entwicklung. Und selbst wenn jede Analyse zeigt, es gibt kein Problem, wird auch jedes Teil noch mal auf Herz und Nieren getestet, damit eben sichergestellt ist, dass jedes Teil auch wirklich absolut zuverlässig funktioniert. Die Rotoren, die drehen sich immer mit der gleichen Drehzahl. Wenn man also den Luftstrom verändern will, geht das nur, indem man die Rotorblattanstellung ändert. Und genau das machen unsere Aktuatoren. Die Drehzahl von den Triebwerken eines Hubschraubers ist extrem hoch. Und um diese Drehzahl zu untersetzen auf die Rotordrehzahl, sind eben die Getriebe essentiell und unabdingbar und werden auch bei uns mit Zahnrädern ausgestattet. Wir fertigen Zahnräder, die in ein Hubschraubergetriebe eingebaut werden. Jeder Arbeitsschritt wird von uns selbstständig durchgeführt. Die Oberflächengüte des Bauteils wird überprüft, den Fußrundungsradius und alle weiteren Merkmale der Verzahnung. Natürlich wird auch bei jedem Arbeitsgang die Qualitätsabteilung mit ins Spiel genommen, weil die müssen uns ja natürlich auch die Freigabe erteilen, sodass wir dann die optimale Qualität fertigen können. Die Haltbarkeit eines Gerätes hängt natürlich davon ab, welche Teile betroffen sind. Also Verschleißteile dürfen kürzer halten als Teile, die weniger Verschleiß unterliegen. Aber man redet da von mehreren tausend Stunden. Und wenn man bedenkt, dass so ein Hubschrauber jahrzehntelang im Einsatz ist, dann ist das auch wirklich notwendig, dass die Teile so lange halten. Jetzt können wir sagen, dass wir hier bei der DF Luftrettung absolut den Marktführer im Hubschraubergeschäft fliegen dürfen. Ich bin zum Beispiel auch selbst Hobbypilot und da höre ich tatsächlich häufig im Funk einen Rettungshubschrauber, der wieder unterwegs ist. Und wenn man dann daran denkt, dass da Liebherr-Technik verbaut ist, wo man auch einen kleinen Teil zu beigetragen hat und dann auch noch daran denkt, dass vermutlich gerade jemand gerettet werden soll, dann fühlt sich das schon gut an.